Hallo zusammen. Heute begrüße ich wieder mal eine Hexe des Landes, die bei mir den Kurs gemacht hat, über ein Jahr lang den Weg der Hexe des Landes gegangen ist. Und die möchte ich heute fragen, wie es ihr denn mit dem Kurs ergangen ist. Was ist das für ein Kurs? Was macht er mit einem Menschen? Und das ist bei jedem Menschen total unterschiedlich, denn ich möchte, dass jeder Mensch tatsächlich die Gelegenheit hat, seine ganz eigene Magie aufleben zu lassen. Lassen wir mal die Kerstin Awen, Runenritzerin, zu Wort kommen. Hallo, ich bin Kerstin und nenne mich auch Arwen die Runenritzerin. Ich arbeite als Kunsttherapeutin und Lebensberaterin in dem Bereich Naturrituale und im Heilmalen, die Kunsttherapie. Das mache ich vorwiegend draußen. Ich lebe im Teufelsmoor, das liegt zwischen Bremen und der Nordseeküste. Und ja, führen sehr naturnahes Leben mit Garten und Tieren und ja, recht einsam im Moor. Ja, liebe Kerstin, das ist toll, dass du da bist. Und nachdem du ja von deinem Moor aus an meinem Kurs Hexe des Landes teilgenommen hast, möchte ich dich heute einfach noch bitten, mir kurz mal zusammenzufassen, wie war der Kurs für dich? Ja, der Kurs hat mich sehr bereichert, hat mein Leben sehr bereichert, weil ich lange nach so einer Art Begleitung gesucht habe und das sehr ansprechend fand. Und ja, hat Struktur in meine Rituale und in mein Leben gebracht. Und auch meine Wahrnehmung hat sich halt sehr dadurch geändert. Und ja, der Ablauf war toll, die Begleitung, ja, hat alles gut gepasst zu mir. Dankeschön, Kerstin. Das ist toll, dass du das so beschreibst. Freut mich total, ein gutes Feedback zu bekommen von dir. Ist mir eine Ehre. Die Kerstin ist nämlich auch auf Mittelaltermärkten unterwegs und macht tolle Ritualgegenstände und wirklich schöne Runensets. Ich bin ja immer so ein Mensch, ich sage, hey, macht's euch selber, aber die von der Kerstin kann man wirklich, die kann man nehmen, weil die sind handgemacht. Weißt du, da ist nichts dabei, was nicht von Hand gemacht ist. Also wenn du selbst kein Runenset machen kannst oder willst, dann kann ich persönlich als Runenex wirklich die Kerstin da empfehlen. Ich würde gerne deine Kontaktdaten für Interessenten unten im Video in der Beschreibung verlinken, damit jeder auf dich zukommen kann. Da schickst du mir bitte deine Adresse, deine Internetadresse, und die stelle ich dann da unten ein. Dann könnt ihr alle, wenn ihr wollt, bei der Kerstin euch melden. Gerade wenn ihr an Kunst- oder Maltherapie in der Natur interessiert seid und an einer echten Hexe des Landes. Ja, danke. Mach mal so, oder Kerstin? Ja, Cool. das zweite Standbein habe ich eben gerade nicht erwähnt. Das ist auch noch, dass ich Ritualbedarf herstelle, eben Runen, Futax und magische Stäbe und auch passende Räucherungen dazu, genau. Das war auch noch ein Thema, Kerstin, genau, weil sie macht nämlich Runenräucherungen. Stimmt's? Ja, die habe ich mir jetzt, also aus Wildkräutern, die hier auf dem an der Umgebung von uns hier wachsen, die auch nicht gespritzt sind, wo wir wissen, dass die unbehandelt ist, die Erde dort, und man die Sachen nehmen kann. Ja, da sammle ich meine Zutaten für meine Runenräucherung und ja, speziell auf die Runenkräfte abgestimmt, genau. Super. Ja, das ist dann echt ein guter Tipp für alle, die sich da gerne bei dir melden können und sollen. Ich sage ja, das ist wirklich, also kann ich total empfehlen. Und dann wünsche ich dir ganz Erfolg, ganz viel Erfolg mit deiner Selbstständigkeit und mit deiner Arbeit. Und wir bleiben ja in Kontakt. Wir sehen uns ja immer wieder im Zoom-Ting der Hexen und Beschützer des Landes. Alle 2 Wochen findet der ja statt. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ist ja dann eigentlich schon morgen, ne? Genau. Okay, also danke dir, Kerstin. Tschüss. Tschüss.